Es ist einer von diesen Morgen, wo du am liebsten sterben willst. Es ist Samstag. Also, gestern Abend so harmlos angefangen. Du hast nur ein Bierli oder zwei trinken und am Schluss bist du mit den Kleidern auf dem Sofa verwachet. Deine Frau steht in der Tür, fragt, was mit dir los ist und schaut dich vorwurfsvoll an. Die Frage, wenn du heiko bist, kannst du nicht beantworten und wie weiss sowieso nicht. Du hockst auf und es grüllt sich alles und trotzdem probierst du ein bisschen Haltung anzunehmen und suchst nach einer Erklärung. Ja, eigentlich wollte ich ja früher wollen, aber dann ist der Martin und dann hat der Dings noch eine Wunde und dann habe ich zahlen. Die Frau verdrückt die Augen und geht Kaffee machen. Die Schnabel ist so trocken wie nach einem Stück Marmorkuchen von der Schwiegermutter. Du brauchst dringend Wasser, viel Wasser, ganz viel Wasser. Offensichtlich hast du gestern Abend mit hochprozentigem abgeschlossen. Du stinkst wie eine Schnapsbrennerei und sogar deine Katze geht aus dem Weg. Unter der Dusche stehst du so mit den Stirnen an der Wand und denkst immer noch ans Sterben. Bei manchen Ecken vom Vorhang, wo du so beim Aussteigen runtergerissen hast, hoffst du, dass du deine Frau vergisst. Macht sie aber nicht. Du gehst stumpfsinnig in das Spiegelbild mit den rot geränderten Augen. Und von hinten fragt deine Frau, ob du mitkommst, posten. Eigentlich ist es weniger eine Frage, vielmehr ein Befehl. Ihr fällt keine Ausrede und du weißt, wenn du das ganze Wochenende versauen musst, jetzt im Auto. Sie hat schon die Schuhe an und du stolperst 5 Minuten über den Sack mit der leeren PET-Flasche im Eingang. Gescheite Ausrede kommt dir immer noch nicht in den Sinn und so machst du dich halt parat. Mit dem Mikro nimmst du die Rolle ein, die alle Männer einnehmen, weil sie mit ihren Frauen am Samstag am Kopf sind. Du stossest wie ein grenzter Wille, doppelt an blöden Wegeli hinter der Frau her. Sie formen kein ihres Urverhalten von der Sammlerin. Schon beim ersten Aktionsfall nimmt sie die Kindersöckli, liest kurz Beschreibung und legt die wieder zurück. Du fragst, warum sie die Kindersocken anschauen und weisst darauf hin, dass die eigenen Gaufen schon längst erwachsen sind. Einfach, sagt sie, und hat schon ein paar Kindergummistiefel da. Wenigstens kannst du jetzt auf deinem Weg ein bisschen abstützen und du musst dich nicht mehr so verrückt konzentrieren, dass du im Rest Alkohol einigermaßen gerade auslaufst. In erster Linie hast du Mitleid mit dir selber, aber dann siehst du die anderen Männer mit ihren Frauen. Ihr tönt dir mindestens so leid wie du dir selber. Kurz und Tag stossen die Männer wegen hinter Frauen her und schauen apathisch rein. Ganz im Gegensatz zu ihren Frauen. Die laufen von einem Stil zum anderen, nehmen da etwas oder dort etwas an, legen den Vollkorn Dinkelbrot im Weg und fragen, soll man einen Zopf nehmen? Als Mann ist dir der Scheisse gleich, wenn du im Zustand bist, dass deine Magenwäsche beim Gedanken an feste Nahrung zusammenzüchtern. Weil du aber gelernt hast, dass deine Frau beim Akt vom Posten musst ernst nehmen musst, mit den Schultern. Nein, du probierst interessiert zu schauen und sagst, können wir? Jetzt fragen sie garantiert, oder willst du lieber Toastbrot? Können wir auch, sagst du. Es ist mir scheisse gleich, mach einfach vorwärts. Macht sie nicht. Ganz im Gegenteil, sie und alle anderen Frauen, die mit ihren Männern am Posten sind, bewegen sich wie ein Wunderzug, der jeden Dreckskaff anhalten kann. Wo es die Station in der Mikro nicht nur Leckerspiel oder Tribbelding heissen, sondern Gemüseabteilung, Fleischabteilung und Fleischprodukte. Spätestens bei der Frage, ob lieber Bohnen oder Rösen im Öl hättest, bist du sicher, deine Frau macht das extra. Und alle anderen mit ihren Postenzombie hinter dem Einkaufswägel auch. Voller Neid schaust du jetzt an einem Mit-40er an, der dich rechts überholt und geradeaus auf die Kasse losstürzt. Im Wegen nichts anderes als ein Gallerbrot, 4 Serla, ein Rasierwasser und ein Recht in Paris. Er wird in ein paar Minuten daheim sein, sich aufs Sofa legen, eine Sportschau schauen und irgendwann geht er auf den Aufriss. Dein Bussgang geht als nächstes zur Charcuterieabteilung. Ist hier Schinken oder Fleischkäse? Weiter zu den Milchprodukten. Sollen wir Appenzell oder Bündnerbergkäse nehmen?
Du sagst nichts anderes als Kümmer und mir ist klein. Du bist froh, wenn du beim Arsch an der Kasse nicht irgend so einen Doppelständig von hinten mit Beinen. Endlich die Heim schleppst du den Sack weiss Zeug in die Küche und fängst es an zu versorgen. Jetzt gelernt hast du. Stellst das Geschirrspülmittel im Kühlschrank neben die Milch. Deine Frau wäffelt etwas versichert nicht und alles wieder raus und um. Jetzt müssen die Mittelschublade, die Joghurt und so gestellt und jetzt kacken sie die Unterschiede. Du stehst nur im Weg, hast immer noch einen Katerlust auf etwas Salziges und fragst, wenn man kein Salami kauft. Genau da hättest du gescheiter nicht gefragt. Wenn du kein Salami kauft und jetzt haust du deiner Frau den Nucki aber so richtig raus, weil den ganzen Morgen keine Schnorren nebeneinander tun hast, dann aber Ansprüche stellst und jetzt weisst, der Samstag ist definitiv auch schon wieder gelaufen.